Ja, das A3W, das Aktionszentrum Dritte Welt, besteht einerseits aus dem eingetragenen Verein und andererseits aus dem Osnabrücker Weltladen, der zu den größten seiner Art in ganz Niedersachsen gehört. Wir fühlen uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des A3W den Nachhaltigkeitszielen der UNESCO voll und ganz verpflichtet und wollen intensiv dazu beitragen, dass die Stadt Osnabrück die Rolle als europäische und lebendige Friedensstadt wahrnehmen kann und das Thema in der globalen Nord-Süd-Dimension hier in der Bürgerschaft umsetzt. Das versuchen wir durchzuführen und zu realisieren durch Veranstaltungen, außerschulische Bildungsmaßnahmen, Aktionen und Vernetzungsarbeit. Der Osnabrücker Weltladen ist nicht nur ein Ort, wo man fair gehandelte Waren kaufen kann, sondern wir verfügen auch über eine Bibliothek mit über 5000 Büchern, mit Zeitschriften, Materialkisten, visuellen Medien und Unterrichtseinheiten. Schülerinnen und Schüler von den hiesigen Schulen können jederzeit auch in eine Weltladen Besuch abstatten. Sie werden von unserem Bildungsreferenten dann in die Arbeit des fairen Handels eingeführt. Es ist auch möglich, dass Schüler und Schülerinnen ein Praktikum bei uns ablegen und das dauert dann in der Regel bis an die 2 Wochen. Dasselbe Angebot machen wir auch für Studierende der hiesigen Universität. Studierende können hier auch ein Praktikum absolvieren, das in der Regel dann 2 Monate andauert. Wir arbeiten da sehr eng mit der Hochschule zusammen, insbesondere mit dem Studiengang Management in Nichtregierungsorganisationen. Außerdem sind wir Mitglied im Kolloquium Dritte Welt, zusammen mit Terre des Hommes, mit Amnesty International, mit dem Laden, dem Buchladen zur Heide und mit der Volkshochschule Osnabrück. Es gibt in jedem Jahr 2 Themenreihen, die wir mit organisieren. Einige der Themen, die wir in den letzten Jahren hier dem Publikum präsentiert haben, waren Welthunger, Welternährung zum Beispiel oder auch die Wasserproblematik weltweit. Und jetzt in diesem Jahr, in der zweiten Hälfte, im zweiten Semester, wollen wir eine Reihe zu dem Thema Covid-19 veranstalten. Innerhalb des A3W gibt es auch eine Lateinamerika-Gruppe. Sie existiert schon seit Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und wir veranstalten insbesondere Vorträge zu allen möglichen Themen, die mit Lateinamerika zu tun haben. Außerdem gibt es die Faire Woche, die jedes Jahr stattfindet im September. Daran sind wir auch beteiligt. Das ist eine Aktion, die schon seit 15 Jahren läuft. Die Osnabrücker Bürgerschaft wird dann auch dazu aufgefordert, die Veranstaltungen zum fairen Handel zu besuchen und eventuell auch Veranstaltungen mitzuorganisieren. Mit der Stadt arbeiten wir sowieso aufs Engste zusammen und versuchen auch an der einen oder anderen Stelle beratend mit einzugreifen, zum Beispiel bei der Anschaffung von fair gehandelter Dienstkleidung, bei der Anschaffung von fair gehandelten Computermäusen und so weiter und so fort. Wir unterstützen natürlich auch durch unsere Mitarbeit die Erlangung des Titels Fairtrade Town und des Titels Hauptstadt des fairen Handels 2021. Momentan sind wir auch mitbeteiligt an dem Kulturfestival, das in Osnabrück stattfindet. Projekt für die Zukunft, ganz am Rande. Wir wollen in der Zukunft noch verstärkt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen qualifizieren.
Außerdem ist uns daran gelegen, die Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück zu erweitern und zu vertiefen. Und es geht uns auch darum, noch verstärkt auf Südafrika hinzuweisen. Da haben wir schon seit vielen, vielen Jahren Kontakte zur Republik Südafrika. Und es liegt uns sehr am Herzen, dass eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Republik Südafrika zustande kommt. Im nächsten Jahr soll dann auch eine Delegation aus Südafrika hier nach Osnabrück kommen und dann auch ganz Niedersachsen besuchen, um die Partnerschaft zu erweitern. Projekte, die wir dort unterstützen in Südafrika, sind unter anderem das Kinderhaus Hokisa und das Center for Rural Cooperation. Das war's.